Steckbrief. Wer diese Ohren sieht, der weiß, da steckt eine Maus dahinter. Und zwar die berühmteste der Welt, Mickey. Der freche Mäuserich hat sich oft verändert. Nur sein Markenzeichen, die Ohren, sind immer gleich geblieben. Und egal in welche Richtung Mickey schaut, die Ohren sind stets von vorne zu sehen. Als Mickey Maus 1928 seine Karriere im Stummfilm Plain Crazy startete, war er noch ein frecher Lauser, barfuß und ohne weiße Handschuhe. Mickey sollte eigentlich Mortimer heißen. Disneys Frau Lillian gefiel der Name Michael besser. Und so einigten sie sich auf die Kurzform Mickey. Mickey hatte anfangs zwar noch keine Stimme, aber dafür umso mehr Flausen im Kopf. Schon damals war er in Minnie Maus verliebt. Doch der Flegel war noch viel zu ungestüm, um bei der schüchternen Minnie landen zu können. Im Kurzfilm Steamboat Willie bekam Mickey erstmals Schuhe und eine Stimme. Richtig sprechen konnte er damit zwar noch nicht, aber immerhin konnte er Kater Carlo Kontra geben. Hallo? Carlo ist bis heute Mickeys Widersacher. In den Filmen hat der Kater der kleinen Maus oft Respekt eingeflößt. In den Comics dagegen ist es meist Carlo, der den Kürzeren zieht. Mitte der 30er Jahre wird es bunt in Mickeys Welt. Der Mäuserich trägt jetzt seine berühmten weißen Handschuhe und hat seinen Mäuseschwanz in der Hose versteckt. Und Mickey kann richtig sprechen. Seine Stimme verlieh ihm bis 1946 Walt Disney selbst. Die Flegeljahre sind vorbei, Mickey ist erwachsener geworden. Für die Slapsticks ist jetzt sein tollpatschiger Freund Goofy zuständig. Goofy ist Mickeys bester Kumpel und ist oft ziemlich zerstreut. Auf seinen Abenteuern begleitet Mickey seinen vierbeiniger Freund Pluto. Seit 1931 steht er ihm in allen Lebenslagen treu zur Seite. Ärgert sein Herrchen aber auch. Pluto lebt in seinem eigenen kleinen Mikrokosmos. Mit naiver Neugier erforscht er auf seinen Entdeckungstouren die Wunder der Natur. Nicht selten mit Blessuren. Seine Freundin Minnie bleibt Mickey über die Jahre hinweg treu. Die beiden wirken immer frisch verliebt und sind schüchtern wie am ersten Tag. Man könnte fast sagen, Mickey führt ein Doppelleben. Während die Maus in den Filmen in verschiedenste Rollen schlüpft, hat sie in den Comics einen festen Platz in Entenhausen. Hier arbeitet Mickey als Meisterdetektiv und hilft der Polizei heldenhaft im Kampf gegen Verbrecher wie Kater Carlo und das Schwarze Phantom. Manche behaupten, dass der Entenhausener Mickey ein wenig ernst und besserwisserisch ist. Doch der Tausendsasser hat eben auch eine ganz andere Seite. Und genau das ist es, was die Welt an der frechen Maus so liebt.